Hallo, hier ist der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch bei Windows 8, wie ihr das System wieder auffrischen könnt. Das heißt, jeder kennt wahrscheinlich das Problem, dass Windows ziemlich schnell altert. Das heißt, wenn ihr das System aufgesetzt habt, ist es relativ flüssig und mit der Zeit wird es immer langsamer. Da gibt es natürlich die verschiedensten Lösungsansätze, wie man das beheben kann. Windows 8 geht hier einen ganz eigenen Weg und stellt uns eine neue Funktion zur Verfügung. Die zeige ich euch mal. Wir gehen in die Einstellungen und dann auf weitere PC-Einstellungen und gehen dann auf Allgemein. Scrollen wir etwas runter und hier haben wir die Option, frischen Sie den PC ohne Auswirkungen auf Ihre Dateien auf. Das heißt, Ihre Dateien bleiben bestehen, Fotos, Musik und Videos und auch Apps aus Ihrem Windows Store. Allerdings werden alle Systemdateien aufgefrischt. Das heißt, neu raufgespielt. So, dazu müssen wir einmal auf erste Schritte gehen. Und hier bekommen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung, wo uns gesagt wird, was genau gemacht wird, auf was wir achten müssen. Zum Beispiel, dass alle Apps, die von einer Website oder von einer Disk installiert wurden, entfernt werden. Das ist gerade ganz wichtig, wenn ihr auch Programme installiert habt. Gut, dann gehen wir einmal auf Weiter. Jetzt überprüft er, jetzt sucht er die fehlenden Systemdateien und jetzt sagt er, Ihnen fehlen die Systemdateien, also er hat es nicht auf der Festplatte. Also müssen wir die Windows 8 CD einmal einlegen, die Installations-CD, das mache ich jetzt einmal. Und gleich sollte er die CD finden und hier oben rechts sollte er uns dann auch bei Windows 8 ein Fenster zeigen, dass eine CD oder DVD eingelegt wurde. So ein paar Sekunden noch warten. So, jetzt überprüft er das Ganze. Und jetzt wird er uns sagen, dass es einige Minuten dauern wird, die Aktualisierung. Wir haben das schon einmal ausprobiert. Wenn wir jetzt auf Aktualisieren klicken würden, würde er den Rechner sofort neu starten, die Dateien kopieren und alles Mögliche. Es hat bei uns jetzt eine Viertelstunde gedauert. Wer also wirklich Probleme hat mit dem Rechner, dass es einfach alles zu langsam ist, kann es gerne ausprobieren. Man sollte nur bedenken, dass eben wie gesagt alle Programme, die nicht vom Windows Store installiert wurden, gelöscht werden. Gut, dann viel Spaß beim Ausprobieren.